Servus Leute, ich begrüße euch jetzt zu einem neuen Podcast. Diesmal geht es um das Thema Datenschutz und Amazon Alexa. In den letzten Tagen gab es eine Nachricht in den Medien, wo es hieß, dass Amazon-Mitarbeiter Nachrichten händisch mitschreiben, die bei Amazon auf der Alexa Cloud gespeichert sind. Dies kann ich nicht widerlegen, das stimmt, aber es ist vonnöten, damit man solche Services anbieten kann, also solche Funktionen. Ich möchte euch jetzt aber zeigen, wie man diese Funktionen ausschalten kann und wie man allgemein besser mit Datenschutz mit Smart Home Geräten umgeht. Im ersten Teil zeige ich euch jetzt die Einstellungen und dazu gehe ich jetzt hier oben auf die Alexa App und dann auf die drei Striche, dann auf Einstellungen, Alexa-Konto, dann gehe ich hier auf Alexa-Datenschutz und wenn ich auf Datenschutz bin, habe ich hier erstmal die Möglichkeit, Sprachaufnahmen für Lauf überprüfen und da gehe ich jetzt her und dann kann ich sehen, welche Sprachaufnahmen jetzt heute gemacht wurden und dann kann ich hier den Datumsbereich auswählen. Und das steht jetzt heute dort. Ich kann jetzt hier auch hergehen. Gestern, Monat, Benutzer definiert oder gesamter Verlauf. Ich sage jetzt Monat. Jetzt zeigt er mir alle Sprachaufnahmen an, die ich gemacht habe jetzt in diesem Monat. Wobei ich jetzt schon vor ein paar Tagen ein paar gelöscht habe. Bei mir dürfte aber nicht allzu viel Relevantes drin sein, da ich ja eigentlich alleine wohne und nur, wenn Besuch da ist, eben auch mit Schnipsel von Freunden oder Bekannten oder wenn ich telefoniere, dabei sein sollten. Also gehe ich hier oben auf Aufzeichnungen dieses Monats löschen. Dann fragt er mich nach einer Bestätigung und ich sage ja. So, und jetzt sind die Sprachaufnahmen erstmal gelöscht. Jetzt gehen wir wieder hier auf Menü. Übersicht, genau, dann gehe ich hier auf, legen Sie fest, wie Alexa Ihre Daten verbessern soll. Das ist also der letzte Punkt unten. Und da steht dort, ob man den Entwicklern bei der Entwicklung von neuen Funktionen helfen möchte. Und da kann man jetzt den Haken rein oder raus tun. Da steht dort, dass dann gewisse Funktionen eventuell nicht funktionieren. Also bei dieser Funktion sage ich jetzt, möchte ich haben für mich. Aber was ich nicht haben möchte, ist unten das Transkribieren, also auf gut Deutsch, das Umsetzen der gesprochenen Daten in richtige Texte in ASCII. Genau das möchte ich nicht und auch da soll auch nicht manuell von irgendeinem Amazon-Mitarbeiter das gemacht werden. Daher ist da unten unter Cyber Andy ausgeschaltet, wie ihr seht, und auch eben unter meiner Mutter ist es auch ausgeschaltet. Also ist diese Funktion jetzt deaktiviert und die Mitarbeiter von Amazon werden hier nicht mitschreiben. Dann gehen wir nochmal zurück. Dann gibt es hier für Lauf das Smart Home Geräte verwalten. Genau, dann kann ich hier sagen, dass eben den Verlauf, dass der gelöscht werden soll. Mache ich auch. Nehme ich, das möchte ich auch nicht haben. Kommt wieder eine Bestätigung. Ist gemacht. Dann gehen wir nochmal zurück. Weiß ich Bescheid. Also das ist jetzt schon mal hier für den Datenschutz. Dann gibt es noch mal eine zweite Möglichkeit, die auch wichtig ist zu überprüfen. Und zwar, wenn wir jetzt hier in der Alexa-App sind, gehen wir hier nochmal auf das Menü und dann auf Kontakte. Und wenn ich in den Kontakten bin, kann ich hier auf den Kontakt auswählen. Und dann gibt es hier unten unter Diagnose und Nutzung, erlauben Sie Amazon mit Alexa gesendete Nachrichten zu verwenden, um die Genauigkeit der Transcription zu verbessern. Und genau hier sieht man auch wieder, das ist deaktiviert. Und jetzt habe ich es mal kurz aktiviert und jetzt tue ich es wieder deaktivieren. Ah, jetzt habe ich es deaktiviert, gut.
und jetzt ist es draußen. Genau, und jetzt kann ich das bei allen möglichen Usern auch machen, aber an sich habe ich da nicht viel. Gehe ich oben noch schnell ein. Den Namen meiner Mutter. Da ist nichts drin. Nochmal. Ist auch nichts drin. Gut. Das war jetzt einfach mal in diesem Zusammenhang mit den Datenschutzeinstellungen direkt unter Alexa. So Leute, ich möchte euch jetzt zeigen, wie man eben eine sichere Firewall-Lösung installiert, damit Smart Home Geräte wie Amazon Echo, Google Home und auch Fernseher wie auch smarte Glühbirnen und so weiter sicher gemacht werden können. Und dazu zeige ich euch jetzt, was ich da für eine Firewall-Lösung entwickelt habe. Ich nehme hier mein iPad, bin hier auf meiner Homepage https://cyberandy.tumblr.com/smart-home, wobei das S und das H, also von Smart und von Home, jeweils groß geschrieben ist. Dann hatten wir hier in der Mitte eben dieses Diagramm von Meyer Firewall. Und da habe ich eben eine zweistufige Firewall-System aufgebaut mit insgesamt 3 Routern. Und ich zeige euch gleich, wie das gemacht ist. Also als erstes habe ich hier den ersten Router. Das ist der Hauptrouter in meinem Namen. Und der steckt direkt am Internet mit der DSL-Leitung. An diesen habe ich im Gastnetzwerk, das es sowohl als Kabel wie auch als WLAN gibt, meine Echo und meine Google Home Geräte angesteckt oder mit WLAN verbunden. Und im normalen Netzwerk habe ich dort die ganzen anderen Smart Home Geräte, die nicht zur Home Automationssteuerung benötigt werden, auch hinterlegt. Das heißt auf gut Deutsch, in einem normalen Netzwerk sind dann meine Fernseher, sowohl im Wohnzimmer wie im Schlafzimmer, meine Blu-ray-Player, Wohnzimmer und Schlafzimmer, meine Blu-ray-Recorder und Apple TV wie auch Amazon Fire TV hinterlegt. Die sind alle dort eingebunden. In demselben Netzwerk habe ich dann eine zweite Fritzbox angebunden und da zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Also, ich habe jetzt hier den ersten Router, das ist jetzt mal schemenhaft. Habe hier ein Kabel, das ist jetzt mein DSL-Zugang, den stecke ich jetzt hier in DSL ein, also ist das der Hauptrouter. Den habe ich jetzt hier in DSL eingesteckt. Dann nehme ich ein weiteres Netzwerkkabel, auch LAN-Kabel genannt, und stecke jetzt in LAN 4 ein weiteres Netzwerkkabel. Genau so. Jetzt habe ich das in LAN 4 eingesteckt. Und dann verbinde ich dieses LAN-Kabel, was ich jetzt da genommen habe. Stellen wir den da kurz auf den Tisch. Mit einem weiteren Router. Ist jetzt auch wieder schemenhaft. Bei älteren Routern muss ich hier eben auf LAN 1 gehen und anstecken. Nämlich diesen LAN 1 kann ich konfigurieren als Router-zu-Router-Verbindung. Wenn es neuere Geräte sind, wie zum Beispiel ab der 30er-Serie oder eben jetzt auch die 4040er-Serie, kann ich hier auch an den DSL-Anschluss rangehen und es dementsprechend konfigurieren. So, und jetzt, so sieht die Konfiguration aus. Hier geht das DSL rein. Das weiße Kabel geht von LAN 4 auf den DSL-Anschluss von der zweiten Fritzbox rein. Oder eben in den LAN 1 von der zweiten Fritzbox, die dann dafür da ist, die Clients zu verbinden. Und Clients sind eigentlich alle Computer, die es so gibt. Und bei mir ist in den Clients, da gehe ich jetzt nochmal hier auf mein Schema, eben im normalen Netzwerk die Home-Automations-Server von der Firma Mediola
sowie auch die Steuertablets, die ich eben an den einzelnen Wänden in den einzelnen Zimmern installiert habe. Dann habe ich in dem Gastnetzwerk, und zwar deswegen im Gastnetzwerk, damit es eben abgesichert ist, die einzelnen Clients, wie eben hier Tablet, iPad oder iPhone oder sonstigen Rechner, wie Windows-Rechner, Mac-Rechner, die habe ich da verbunden. Und man kann das ja, wie gesagt, auch über LAN machen, dass man ins Gastnetzwerk geht. Ich werde euch dann gleich die Konfiguration auch zeigen, die ich da gemacht habe. Dann habe ich immer noch an dem Netzwerk vom Hauptrouter im normalen Netzwerk wieder über dasselbe Konstrukt, wie gerade eben gezeigt, einen Router angeschlossen und der befindet sich bei mir unten im Keller. Und an diesem Router hängt dann mein NAS und auch mein Active Directory Domäne. Genau. Und das habe ich jetzt deswegen gemacht, weil das Gastnetzwerk ist immer so, es hat keinen direkten Zugriff zu dem normalen Netzwerk. Drum sind bei mir hier da die Amazon und auch Google Sprachassistenten da eingebunden. Und im normalen Netzwerk, da kann man ein bisschen mehr konfigurieren, sind dann die normalen Geräte, also bei mir im Moment hier die Smart Home Geräte, wie eben die Fernseher, Blu-ray Player, Apple TV, Fire TV und so weiter angeschlossen. Damit diese sich nicht untereinander unterhalten können, ist eben das Echo abgeklemmt. Falls nämlich jemand mal versuchen würde, meine Echo-Geräte oder Google Home-Geräte zu hacken, käme er nicht auf meine anderen Geräte. Weder auf meine Smart Home-Geräte, noch auf die Home-Automationsgeräte, die hinter der nächsten Firewall liegen, noch auf die Geräte, die eben in dem Windows-PC sind oder Daten auf dem Windows-PC, auf dem Mac, noch auf meine Daten, die im Netzwerk auf dem NAS oder auf dem Server liegen. Das ist eigentlich alles damit unterbunden, damit eben keiner so leicht die Daten hacken kann. Falls mal gehackt wurde, kommt er nicht weiter, er bleibt auf dem Gerät und kann nicht viel mehr anstellen, außer die Geräte derselben Gerätekategorie zu bedienen und eben zu manipulieren. Aber nicht mehr und nicht weniger. Und auch mit den Passwörtern, die er hat, kommt er nicht in die anderen Netzwerke rein. So, jetzt gehen wir mal her und ich wechsle jetzt mal hier auf die Fritzboxen, die ich benutze. Und zwar, jetzt gehen wir hier auf die erste Fritzbox. Das ist die, die mit dem Internet verbunden ist. Und da zeige ich euch jetzt mal die Firewall-Regeln, die ich installiert habe. Dazu gehen wir auf Internet, dann Filter. Wenn wir auf Filter sind, steht hier oben Kindersicherung. Die missbrauche ich jetzt für die Firewall-Regel, was aber kein Problem ist. Und dann habe ich für alle möglichen Geräte, wie man hier sieht, ganz rechts unterschiedliche Zugriffsregeln erstellt. Und die kann ich jetzt euch gleich zeigen, wie das ist. Aber nachdem wir ja jetzt hier von den Alexa-Geräten erstmal reden, habe ich hier unten alle Geräte im Gastnetzwerk. Und dann kann ich hier mit dem Stift daneben auf Bearbeiten gehen. Dann steht hier da, dass es die Regel ist für Gast. Die kann ich nicht verändern, den Namen bitte nicht machen, sondern wenn ich das verändere, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Gastnetzwerk. Dann kann ich sagen, gibt es eine Zeitbeschränkung? Bei mir sollen die Echo-Geräte eigentlich rund um die Uhr funktionieren, weil ich auch, wenn ich mal im Bett liege, gerne rufen möchte, Alexa schaltet das Licht ein und das Licht eingeschaltet werden soll. So, daher ist es mit der Zeit uninteressant. Und dann als nächstes kommt das Interessante. Dann gibt es hier Filter für Internetseiten. Da bitte einen Haken reinsetzen. Ich habe jetzt im Moment da eingestellt auf Blacklist. Blacklist heißt auf gut Deutsch, es werden alle Internetseiten erlaubt,
bis auf die Seiten, die auf dieser Blacklist sind, die werden gesperrt. Eine Whitelist heißt, alle Internetseiten sind gesperrt, bis auf die Seiten, die auf dieser Whitelist sind. Und dann hier eben der Haken bei jugendgefährdenden Internetseiten sperren. Das ist vom Bundesinnenministerium eine Internetseite, die eben relevante Seiten gelistet hat, die man sperren sollte, zwecks Pornografie und so weiter. Und zwar mache ich das aus dem Grund, nicht weil ich jetzt sage, ich habe Kinder, sondern ich mache das aus dem Grund, weil ich sage, diese Seiten haben häufig eben Adware oder Spyware oder auch irgendwelche Viren und das möchte ich verhindern. Und genau aus diesem Grund habe ich ja auch hier diese Filter eingerichtet. Dann unten kann ich dann noch einstellen, welche Netzwerkanwendungen eben gesperrt sein sollen und welche erlaubt sind. Nachdem es sich ja jetzt hier nur um Alexa-Geräte handelt, steht hier dort, dass ich eine Regel erstellt habe, die heißt, alles außer Alexa-Ports soll blockiert werden. Und Ports sind eigentlich nichts anderes als wie Türen. Man muss sich das so vorstellen, man hat einen Raum mit ungefähr 65.000 Türen mal zwei. Einmal eben für das Protokoll TCP/IP, einmal für das Protokoll UDP. Und genau darum geht es, dass ich hier einstellen kann, was diese einzelnen Türen dürfen. Nicht über jede einzelne Tür kann ein Hacker reingehen und irgendwelche Funktionen ausführen. So, jetzt geht's weiter und ich zeige euch mal, was hier diese Regel alles außer Alexa-Ports beinhaltet. Und dazu gehe ich wieder hier auf Filter, Listen. Genau, jetzt habe ich das gemacht und wir waren ja eben in den Blacklist, die wir machen wollten und in den Ports. Jetzt suchen wir uns jetzt erstmal hier, da habe ich eine riesen Liste von selbst erstellten Portlisten und ich suche jetzt hier die Eingangstore, wo ich gesagt habe, alles außer Alexa Ports. Und da sieht man, da steht dort die Protokolle UDP und TCP. Mit dem Stift kann ich wieder rein, mit dem X kann ich sie löschen. Also da sieht man, diese Liste an Ports, also Eingangstüren, sind erlaubt vom Alexa-Gerät ins Internet, aber nicht vom Internet zum Alexa-Gerät. Und zwar sieht man das ganz einfach, Quellport ist eben das Alexa-Gerät, Protokoll steht eben dort, ob das TCP oder UDP ist. Und Zielport ist eben das Internet. Würde jetzt da stehen, Quellport beliebig, Zielport beliebig, darf jedes Gerät von den Alexa-Geräten auf alle Ports im Internet zugreifen. Also komplett offen, ungeregelt. Kann jeder Hacker auf allen Eingangstüren hineingehen. Aber steht dann so wie jetzt hier dort, Quellport, also Alexa-Gerät, Zielport, so wie hier, 444 auf bis zu 852 Port gesperrt, dann kommt der nicht rein auf den Port 444 bis 852. Wäre es umgekehrt, würde ich eingeben, Quellport 444 bis 852 und Zielport beliebig, würde das Folgendes heißen, dass aus dem Internet darf jedes Gerät zugreifen auf eben diese Ports. Aber so wie ich es jetzt eingestellt habe, sind die eben gesperrt. So, und genau diese Liste habe ich euch auf meiner Internetseite, die ich verlinken werde, wieder hinterlegt und ihr könnt euch die in Ruhe nochmal anschauen. So. Das ist jetzt erstmal das hier. Dann gehen wir wieder zurück auf Filter. Jetzt hat er mich scheinbar ausgelockt. Nicht passt, noch passt. Gehen wir wieder auf Listen.
Und dann haben wir geredet von dem Blacklist. Blacklist sind ja die gesperrten Seiten. Und da habe ich jetzt eben hier alle möglichen Werbung und auch Spam-Seiten, die ich jetzt selber mal gefunden habe, eingetragen. Die kann man natürlich selber auch noch ergänzen, aber auch diese Liste zeige ich euch einen Link, wie ihr die runterladen könnt und einfügen könnt. Ich habe auch eine komplette Config-Konfigurationsfile hinterlegt auf meiner Homepage, wo ihr all diese Konfigurationen, die ich da gemacht habe, auch runterladen könnt für Fritzboxen. Genau, und die findet ihr auch auf der Internetseite und werde euch das zeigen. Also hier sieht man diese Liste, da kann man irgendwas eingeben. Da sieht man zum Beispiel ganz besonders jetzt hier google/analytics.com. Das ist eine der heftigsten Spy-Softwaren. Nicht dadurch kann man sehen, wer alles auf einer Internetseite ist und wird zur Analyse von, wie man sagen, weit über 90% aller Internetseiten benutzt. Um dies auszuschalten, habe ich das eben hier eingetragen. Und das ist schon mal hier eine wichtige Sache, damit man eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Werbungen sieht. Ich kann es euch auch gleich mal an einem Beispiel zeigen, wie das aussieht, wenn ich da normal browse. Also ich kann da ganz einfach hergehen und irgendwelche Internetseiten eintragen. Wenn ich sie weglasse, dann wird die komplette Domain gesperrt, also eine Domain ist auf gut Deutsch der Name. So, und jetzt gehen wir weiter und ich kann das Ganze hier ergänzen um eine weitere Seite, wie zum Beispiel, ja genau, ich wollte euch erklären, was eine Domain ist. Eine Domain ist also der Name, der nach einer IP-Adresse aufgelöst wird. Und dazu muss ich eingeben, die meisten Seiten begannen mit www, was nichts anderes heißt wie World Wide Web, also weltweites Netz. Und dann zum Beispiel test.de. Also würde jetzt die Internetseite von Stiftung Warntest gesperrt sein. Kann man natürlich auch hergehen und sagen, ich möchte nicht nur die Internetseite gesperrt haben, sondern ich möchte eigentlich alles, auch die E-Mails und so weiter, zur Test gesperrt haben. Dann mache ich das vor. Dann steht hier dort, alles, was auf test.de geht, wird gesperrt. Dasselbe könnte ich natürlich auch machen. Hier statt dem auf com für commercial, wie es meistens in Amerika ist, oder auch .net oder org, für Organisationen, also auf gut Deutsch für Vereine. Und wenn ich das dann gemacht habe, kann ich hierher gehen und sagen übernehmen und dann wird es gespeichert. Was ich jetzt in meinem Fall nicht mache, sondern ich sage jetzt abbrechen. So. Und dadurch habe ich jetzt gemacht, dass eben die ganzen Amazon-Geräte nicht auf alle Internetseiten zugreifen können, dass auch schon viele Einfallstore geschlossen sind. Also falls jemand versucht, da zu hacken, der auf die Geräte nicht so mehr weit draufkommt, falls er die Geräte hackt, immer noch nicht auf das normale Netzwerk kommt, da in dem normalen Netzwerk die Geräte eben verschlüsselt in einem anderen Bereich sind. Und um euch nochmal zu zeigen, wie ich das gemacht habe mit den Fritzboxen, gehe ich jetzt nochmal hierher und sage hier Zugangsdaten. Wir sind ja immer noch auf dem Hauptrouter, der mit dem Internet verbunden ist. Und da habe ich jetzt hier einfach den Internetzugang und die Internetverbindung einfach eingestellt, wie es ist. Dann unter IPv6, das ist ein neuer Internetstandard, der jetzt langsam eigentlich ja im Betrieb sein soll, aber ich habe den jetzt deaktiviert, weil jetzt viele Geräte das noch nicht hundertprozentig unterstützen. Das braucht man auch nicht. AVM-Dienste habe ich jetzt mal angeschaltet. Und zwar aus dem Grund, weil ich immer die neueste Software haben möchte von den Fritzboxen, was man auch machen sollte, damit man eben nicht so leicht gehackt werden kann auf dem Router. Und daher kann ich allgemein auch die AVM-Fritz-Geräte sehr empfehlen,
weil die AVM-Fritz-Geräte sehr stabil laufen und sehr lange auch Updates bekommen. Und jetzt kommt das Interessante. Wir gehen hier auf den letzten Reiter namens DNS-Server. DNS-Server heißt nichts anderes, als dass ein Klartextname, eben wie vorhin gesagt, www.test.de, der eben auf die Stiftung Warentest verweist, aufgelöst werden kann in eine IP-Adresse. Und da habe ich, nachdem wir jetzt hier im Hauptrouter sind, eben eingestellt, dass die vom Internetanbieter zugewiesenen DNS-4-Server verwendet werden soll. Genau, das ist sinnvoll. Dann gehen wir wieder hin und dann sage ich hier übernehmen. Und fertig. Und jetzt sehen wir uns gleich, wie es weitergeht im anderen Bereich mit der zweiten Fritzbox. Muss ich mich jetzt anmelden, logischerweise, genau. Habe ich mich angemeldet. So, jetzt bin ich da. Ich stelle jetzt hier auch mal den Namen um, damit man sieht. Eben Clients heißt einfach alle möglichen Geräte, die eben direkt aufs Netzwerk zugreifen. Und Server sind eigentlich alles die Geräte, die Daten ans Netzwerk liefern. So, und jetzt zeige ich euch das. Das ist jetzt der eben, der mit dem Home-Automationssystem verbunden ist und mit dem Clients, dann heißt der auch Clients. Dann gehen wir hier auf Zugangsdaten, das ist jetzt das Wichtigste. Und dann kommt jetzt genau da, das, was ich gesagt habe, hier. Er ist angeschlossen an einen Kabelmodem und Internetrouter beim Internetzugang. Genau das ist das, was ich haben möchte. So, also habe ich das so gemacht. Dann möchte ich bei mir alles natürlich im Gigabit-Netzwerk haben. Also habe ich hier Downstream, also zum Runterladen, auf 1000 Megabits und zum Upstream, zum Raufladen, auch auf 1000 Megabits. Dann Verbindungseinstellungen, jetzt kommt das Interessante. Dann habe ich hier die IP-Adresse, das heißt auf gut Deutsch, das muss jetzt eine IP-Adresse sein aus dem Bereich der Hauptfritzbox, die mit dem Internet verbunden ist. Das ist bei mir eben im 71er-Range-Bereich. Dann eine Subnet-Maske, die muss auch genau so sein. Dann Standard-Gateway muss eben die IP-Adresse dieses Gerätes eingestellt sein, damit er damit verbunden werden kann. Dann DNS-Server, also das ist der Namensauflösungs-Server, soll eben auch wieder hier der Hauptrouter sein, der mit dem Internet verbunden ist. Und dann habe ich noch als zweiten DNS-Server, das heißt auf gut Deutsch für das Backup, falls mal was ausfallen sollte, nochmal einen eingetragen. Da könnte man jetzt theoretisch auch den DNS-Server von 4x1 eintragen. Also das ist Cloudflare, so viel ich weiß. Und der ist eben besser, als wenn ich jetzt Google nehmen würde. Nicht Google tut ja so schon viel auswerten. Und Cloudflare ist ähnlich wie Google vom Aufbau der DNSen, aber ist dafür nicht so am Ausspähen und sicherer. Und da habe ich eben immer den 4x1 eingetragen als IP-Adresse. Dann hier wieder IPv6 ausgeschaltet, LISP auch, AVM-Dienste eingeschaltet, DNS-Server, habe ich dann auch gesagt, soll er sich eben vom Provider holen. So, und jetzt gehen wir nochmal hier auf Filter. Kindersicherung, wie man sieht, habe ich hier auch wieder für die einzelnen Geräte Filter eingestellt. Und um da jetzt weiterzugehen, sieht man hier, dass ich da mehrere Repeater habe und dass ich hier eine Blacklist habe, die nennt sich hier Porn. Die habe ich auch aus diesem Grund die ganzen Pornoseiten gesperrt, weil ich sage, ich möchte nicht auf die Pornoseiten zugreifen, weil die eben viele Spam und Spyware haben. Und da gehen wir eben auch jetzt mal hierher und schauen mal an, wie jetzt diese Liste aussieht.
Genau, und kurz noch dazu zu den Zugangsprofilen. Unter Standard ist also ein Standardprofil, wo eben ganz unten steht es dort, alle Geräte, die noch nicht irgendwie mal mit dem Router verbunden waren, zugreifen können. Und da habe ich eben gesagt, die sollen nicht ins Gastnetzwerk dürfen und die Internetseiten sollen gefiltert werden und nur erlaubte Internetseiten sind erlaubt. Und es ist eigentlich alles verboten, was nicht surfen und mailen ist. Also es darf kein Alexa benutzt werden, kein Google Home und so weiter und so fort. Und das könnte ich hier jetzt auch erweitern, wie man hier sieht, um weitere Ports. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Dann habe ich hier auch mal eine Besonderheit, um das mal zu zeigen, eben das iPad. Und da steht jetzt auf einmal dort jetzt Blacklist Porn Gast. Das heißt auf gut Deutsch, warum habe ich die so angelegt? Zeitraum soll immer sein, ist bei mir immer so wichtig. Zeitbudget auch immer. Gastzugang gesperrt, habe ich jetzt den Haken rausgenommen. Und daher heißt es eben jetzt hier auch Blacklist Porn Gast, damit es eben nicht ist. Und dann ist hier wieder Blacklist, also sind wieder Seiten gesperrt, aber nicht alle, sondern nur gewisse Seiten, eben diese Pornoseiten. Dann natürlich wieder Jugendgefährdenden sind gesperrt. Und diesmal habe ich gesagt, nachdem das jetzt eben meine Standard-Clients sind, dürfen die eigentlich alle Netzwerkanwendungen machen, weil ich die ja auch benutze, um meine Server hier im Netzwerk zu konfigurieren. Also haben die alle Anwendungen erlaubt, also Ports erlaubt, Eingangstüre. Jetzt gehen wir zurück auf Filter, dann gehen wir auf Listen und jetzt zeige ich euch auch nochmal hier meine Blacklist, also mit den Pornos und da sieht man, jetzt sind da schon einige bekannte Pornoseiten drin, die ich gesperrt habe, eben damit ich mir jetzt da nicht irgendwelche Spam und Spyware reinhole. So, und das ist jetzt im Groben mal das System, wie ich es erstellt habe. Dann kann ich hier wieder auf Sagen übernehmen. Im WLAN sieht man erstmal hier die Übersicht. Dann unten steht dort die SSID. Da habe ich im 2,4 GHz Bereich eine Control-SSID. Dann habe ich eine zweite SSID, die ist dann auf dem 5 GHz Bereich. Da sage ich auch gleich darum, warum die Control auf den 2,4 ist. Die 2,4, da sind die ganzen Multimedia-Geräte eben dann wie Fernseher und so weiter. Dann sieht man hier auch, dass die unterschiedliche Namen haben. Ich gehe dann jetzt mal schnell auf den Gastzugang, um euch zu zeigen, was auf dem Gastzugang ist. Den habe ich eingestellt hier auf aktiv. Dann angehakt privater Gastzugang, ganz wichtig. Dann Name des Gastzugangs ist in dem Moment hier Voice. Dann habe ich hier meinen Netzwerkschlüssel. Ich gehe dann mal auf weitere Einstellungen. Gut, dann habe ich hier Push-Service aktiviert. Das habe ich für mich als Sicherheit mal aktiviert. Dann, was wichtig ist, Geräte im Gastzugang oder Hotspot dürfen untereinander kommunizieren, muss angehakt werden. Und was nicht angehakt werden darf, ist die Internetanwendungen beschränken. Und dann sage ich hier übernehmen. So, dann gehe ich hier als nächstes auf Funkkanal. Und jetzt kommt das Interessante. Nachdem wir hier ja von Amazon Alexa reden, darf man im 2,4 GHz Band nur von Kanal 1 bis Kanal 11 benutzen, da 12 und 13 eben nicht in USA benutzt werden können und diese eben einen anderen Chip benötigen würden. Dasselbe betrifft den 5 GHz Bereich, da kann ich nur den Kanal von 36 bis 48 benutzen, da eben alles, was über Kanal 50 ist, in den USA nicht funktioniert. Also habe ich das hier fest eingestellt. Dann als nächstes kann man sagen, welche Standards man benutzen möchte. Ich sage hier die Standards N und G und bei dem anderen sage ich N und A. Dann Sendeleistung sage ich, soll natürlich maximal sein. Dann
mittlerweile funktioniert eben das Wechseln zwischen den Bändern halbwegs gut. Daher kann man den Haken setzen zur Verbesserung der Datenübertragung dürfen WLAN-Geräte automatisch zwischen den 2,4 und 5 GHz Frequenzbändern sowie zwischen den Fritz-Produkten im Mesh gesteuert werden. Anhaken. Dann habe ich gesagt, WLAN-Koexistenz im 2,4 GHz ist wichtig, da eben, so wie bei mir in einem Mehrfamilienhaus, sehr viele Nachbar-WLANs da sind. Ich empfehle auch prinzipiell viele Geräte eigentlich nicht über 2,4 GHz, sondern lieber über 5 GHz zu betreiben, da im 2,4 GHz ja nicht nur WLAN ist, sondern auch viele ferngesteuerte Autos, Handys, Mikrowelle, Autofernbedienungen und vieles mehr. Genauso auch Bluetooth und Decktelefone. So, und jetzt kann ich euch gleich mal zeigen, wie es bei mir aussieht. Also die Kanäle sind bei mir eigentlich relativ stark belegt im 2,4 GHz Bereich. Das sind also 6, 8 und also zwischen 6 und 8 Geräte pro Kanal, die den Kanal blockieren. Also ist schon relativ viel, weil maximal 12 dürfen sein, aber dann hat man schon ganz niedrige Datenraten. So. Das war jetzt einfach mal das vom WLAN-System her.